Hallihallo. Heute gibt es ein kleines Unboxing von einer Sache, die ich heute Morgen schon angeboxt habe, um da ein bisschen reinzugucken. Wie ihr wisst, habe ich mir ein so J Concepts und Outerwears Dreckschutz gebaut. Das funktioniert allerdings nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Der überhitzt darunter ziemlich und das werde ich nicht weiter verwenden. Jetzt wollte ich mir für meinen LCG-Chassis vom Slash ein Outerwear kaufen und das Ding kostet knapp 50 Euro mit Versand. Das war mir deutlich zu teuer. Dann hat mich The German RC Channel darauf hingewiesen, dass es die Dinger auch mit Reißverschluss gibt. Für deutlich weniger. Hat mir einen E-Mail-Link geschickt, der auch in der Artikelbeschreibung ist. Und das habe ich mir bestellt. Das kam aus Tschechien. Und ich dachte auch, das wird das nächste Woche kommen. Ich habe das Sonntagabend bestellt und auch gleich bezahlt per PayPal. Das ist heute Morgen, heute ist Mittwoch, also innerhalb von 3 Tagen bei mir gewesen. 5 Sterne dafür, wirklich. Also schneller geht's nun mal nicht. Das ist heute Morgen angekommen. Das ist von Dusty Motors. Die Aufkleber sind hier dabei. Wie ihr wisst, verwende ich die nicht. Die kommen in meine schöne Tupperdose, wo die ganzen Sachen drin sind. Schön fand ich, dass da ein sehr breites Klettband dabei ist. Das werde ich die Tage anbringen. Wahrscheinlich morgen Abend oder Freitagnachmittag. Das kann ich gar nicht ganz ins Video kriegen, so lange. Das ist ein bisschen breiter als das Originale vom Outerwears. Ich habe hier noch ein kleines Stückchen. Guck mal hier. Ist ungefähr doppelt so breit. Mal schauen. Dafür muss ich das Chassis grundlegend sauber machen. Und das werde ich morgen Abend wahrscheinlich doch machen. Freitag wird es ein Video geben, ob das auch klappt und so. Samstag wird es noch Volume 2 von Kampf vs. Tobi geben. Da freue ich mich besonders drauf. Das hat echt Spaß gemacht mit dem Kleinen. Aber was zeige ich euch? Klettband, was zeige ich euch hier? Da war es übrigens drin. Das kam in so einem kleinen DIN A5 Umschlag. Ging super schnell. Ich zeige euch mal das Outerwear 2.0, wie ich das mal nenne. Ich habe es jetzt schon drauf gemacht. Es ist nicht ganz fest, weil ich hier keinen Klettverschluss mehr habe. Aber man sieht ja ungefähr, was ich von euch möchte. Der Reißverschluss hat den Vorteil, dass ich den Akku komplett rausnehmen kann, ohne das Cover abzumachen, was beim Fahren natürlich echt von Vorteil ist. Prinzipiell brauche ich es wahrscheinlich gar nicht mehr abmachen demnächst. Ja doch, demnächst muss ich noch einmal abmachen, weil ich hier drin einen Umbau plane. Das wird was Nettes werden. Schauen wir mal, was das wird. Ist, wie ich finde, nicht besser, aber auch nicht schlechter. Diese Membranstoff, der fühlt sich ähnlich an wie vom Outerwears. Wasserdicht wird das wohl sein. Ich habe es nicht getestet, das werde ich freitags sehen. Der Vorteil ist, ich mache das mal ab, dann sieht man das ein bisschen besser. Also es ist schwieriger dran zu machen, das muss ich ehrlich gestehen. Aber durch den Reißverschluss bräuchte ich das ja nur einmal. So, jetzt machen wir den Verschluss mal zu. Dann habe ich hier schon Gelumpe auf dem Schreibtisch. Das ist hier eingeschnitten, damit ich durch die Nerf Bars durchkomme. Da werde ich das Klettband verlegen. Das ist schön breit, das hält auch einiges aus. Das vom Outerwear war wirklich nur die Hälfte. Vorne ist ein Gummizug, hinten genauso. Oder ist das hinten? Weiß ich jetzt gar nicht. Nö, das ist hinten. Dieser lange Klettverschluss kommt nach vorne, wird dann drauf gemacht. Das ist ein bisschen kürzer, ungefähr so ein Stück. Durch den Klettverschluss sollte das durch das Gummizug hier sollte das allerdings trotzdem den meisten Dreck abhalten. Ich bin am Wochenende in dem Video I Ready to Bash ohne Cover gefahren. Das war nicht so schön. Also ich musste den Wagen mehrmals umkippen, damit der Dreck da rausfällt. Deswegen musste da relativ schnell was Neues her. Das hat jetzt gekostet, ich glaube, 30 Euro plus 4,90 Euro Versand oder 25 Euro plus 4,90 Euro Versand. Guckt einfach in den Link, da ist es drin. 3 Tage Bestellzeit. Viel besser, viel schlechter kann man das eigentlich nicht machen. Die Verarbeitung wirkt sehr gut. Da kann ich jetzt nichts Schlechtes sagen. Das sieht man hier auch. Ich hoffe, man sieht das wirklich gut. Hier ist, wie gesagt, der Gummizug, der hält das dann auch schön dicht. Das sieht gut aus. Den Reißverschluss von innen sieht man auch. Der sieht überall durchgängig so aus. Das ist dicht. Das sieht gut aus. Von außen genauso.
ja, konnte man jetzt nicht so viel verkehrt machen. Und ich fand den Preis vom Outerwear fürs LCG mit knapp 20 Euro mehr wirklich unverschämt. Nur weil der halt hier so ein paar Ritzen drin hat, hätte ich mir das nicht gekauft, wirklich nicht. Und ich habe bei einigen Shops geguckt, also Modellbau Bochum verkauft das Ding für 42,90, Monster Hubs verkauft das Ding für 42,90. Ist es mir nicht wert. Wie gesagt, der hier war deutlich günstiger und deshalb wollte ich ihn euch mal zeigen. Ich habe auch noch kein YouTube-Video in Deutsch dazu gefunden. Selbst im Englischen bin ich da nicht so fündig geworden. Macht ja denn wohl Sinn, wenn ich euch das mal einmal zeige. Ich hoffe, ihr werdet mit dem Ding auch glücklich, sofern ihr euch den bestellt. Ich werde es wohl werden. Bis zum Wochenende gibt es mindestens zwei neue Videos. Bis dann. Ciao.